Ja, Leute, herzlich willkommen in und auf Hearthstone Arena. Ich bin Dich-Dich-Steve und... Merakshava. Tja, wir haben hier zwei von drei Klassen, die wir schon mal hatten, aber den Jäger wollen wir mal nicht nehmen. Wir denken uns einfach, okay, wir nehmen nochmal den Magier. Ja, ist zwar nicht so spannend, dafür umso effektiver. Oh Gott, oh, wow. Das zeigt dir wieder gut an, aber ja. Die Formen, die ist gar nicht so schlecht. Ja, der Möllock ist immer noch 3-3 und kann 2-1er besser machen. Ja, aber diese 2-1er will man noch. Also du wirst ja jetzt keine Karte nehmen, die schlechte Karten gut macht. Den 2-1. Und selber auch nicht so geil ist. Also früher habe ich den zwar gemocht, den Murloc-Anführer, aber irgendwie ist mir dann klar geworden, Murlocs sind wie alles total schlecht. Den 2-1er pick ich ganz gerne, weil es ein Removal ist. Ach, den 2-1er meinst ja, du? Ja, den nee, der 2-1er heißt er. Also du meinst den, der entzogen mitbringt? Naja, der ist Schwachsinn, der ist einfach schlecht. Ja, früher habe ich den gern genommen. Zauber, ja, also Eisblock ist klar, ist Quatsch. Also Zauberformeln kann halt unsere Spoiler protecten. Ja, nehmen wir die mal. Oder halt mal gegen Paladin. Das wow, ja, Beutehamster raus, ein Two-Drop. Kann auch mal recyceln. Na, es ist wieder ganz klar, na, das ist die einzige gute Karte hier. Ja, Eisbarriere, okay, das sind jetzt drei schlechte Karten, aber den Müller haben wir gerade geredet, der ist Schwachsinn. Ja, der ist Schwachsinn. Dann kann man jetzt überlegen, ob wir Spellpower wollen, was einer Karte Quatsch, den man Kernhund ist ein Finisher. Kernhund, ja, ist aber wenigstens ein Finisher schon mal. Ja, aber der Magier von Dalaran macht halt viele Karten besser. Also. Ich meine, der Kernhund hat eine 5 hinten, der stirbt einfach. Und der Magier, der kann wenigstens noch eine Arcana-Explosion oder so verbessern. Also. Der ist aber auch keine gute Karte. Doch, also die pick ich schon gerne, würde ich sagen. Also ich bin gar kein Freund vom Magier von Dalaran, muss ich ganz offen sagen. Und Kernhund ist halt immer noch ein Finisher. Und das muss man sagen, ich pick eigentlich die Finisher ganz gerne, wenn irgendwie so Quatsch also, ist zu nehmen. Ja, und ich sehe den Kernhund nicht als Finisher, sondern als Removal-Fänger, aber... Also ich würde ihn irgendwie gern drüber nehmen wollen. Okay. Da könnt ihr euch schon mal... Haben wir schon den ersten Pick, über den ihr gerne mal in den Kommentaren dann diskutieren könnt, was ihr genommen hättet. Nee, jetzt nehmen wir mal den Erzmagier, ne? Nein, jetzt nehmen wir den Two-Drop. Sie haben doch Terror-Wolf-Alpha. Findest du den so gut? Ja, ist ein Two-Drop. Also gut, wenn ich... Aber es hat eine 2-2er und... Ja, der andere 3-2er abrüstet und eben andere Sachen noch stärker macht. Aber das stärker machen, was passiert halt nicht so oft, wie man denkt. Aber... Also einen stärkt man eigentlich immer damit. Also hier Two-Drop jetzt, klar. Okay. Also ich finde von allen Two-Drops den Terror-Wolf schon ein schlechtes. Okay, das ist jetzt eindeutig, na, Wasserelementar. Ja, aber nochmal zum Terror auf Alpha. Also schön, das ist von allen Zudrops, das hat echt der schlechteste, weil... Ja, 2-2. Und hier nehme ich keine Instinkt. Ja, jetzt haben die Auswahl zwischen den beiden Zudrops. Ich muss ganz offen sagen, sobald man... Also bei den beiden ist es halt so, wenn man mit ihnen Value machen kann, würde ich ihn drüber nehmen, aber ich bin mit der Große von meinem Feendrache, was einfach damit zusammenhängt, spätestens ab 6 Siege werden wir so eine Zweidrittel-Chance ab... Magier haben und der fängt keinen Frostblitz, das heißt, der Gegner muss mit seiner Kreatur wieder abtauschen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich hab's auch schon sehr oft, es passiert mir auch sehr oft, dass mein Gegner einfach so Feendrache legt und ich denke mir so, ja verdammt, was mache ich jetzt dagegen? Ja, genau, genau. Weil mein Turn 2 Plan quasi Frostblitz war, der dann aber nicht funktioniert. Das ist schon... Ja, dann hier haben wir hier sie. Schuppelheilerin. Das ist halt Eisbarriere, nee, das muss wirklich nicht sein. Oh, gut, damit zwei Karten. Naja, Kodo ist schon recht eindeutig. Ja, wir nehmen natürlich Kodo. Grundsätzlich zerstäuben ist schon ganz brauchbar. Das Problem natürlich ist nur, man kann es einfach umspielen. Also ich meine, jeder kennt es, aber manchmal kann man auch nicht so rumspielen. Ich bin Spiegelschildfreund hier an der Stelle. Ich finde ihn gerade so richtig schlecht. Ja, ich finde ihn ziemlich gut. Das ist die beste Falle. Naja. Also mit Abstand. Bei den Fallen von Magiern ist es halt nicht schwer, Feine als am besten zu nischen. Die fallen nämlich auch nicht so gut. Bis auf die Counter-Spiel. Also ich finde, das ist hier eindeutig das Spiegelschild. Das ist ein 3-Drop. Wir haben noch keinen, wir haben außer Arcane Gänze noch keinen 3-Drop. Also es ist mir wirklich zu 3 legen wollen. Ja gut, aber wir sind ja erst bei 10 Kachen, ne? Deshalb. Und dadurch würde ich aktuell das Spiegelschild nehmen. Sie gefällt mir im Magier-Deck überhaupt nicht. Also gar nicht. Ja, das stimmt wohl. Und Kältekegel, ja, den pick ich, wenn nichts anderes Gutes drin ist. Er macht wenigstens unsere ganzen Secrets-basierten Karten besser, also diese 4-3er da. Ja, also ich würde hier Spiegelschild. Okay, haben wir zwei Secrets, sollen jetzt auf jeden Fall noch hier. Ja, da haben wir den Tiger, ne? Wie heißt die? Magierin von Dalaran? Magierin Kirinzor, genau. Ja, also wir haben jetzt den Auswahl zwischen durchschnittlich 5 Mana 5-5-Kreatur, was fair ist.
Und ein weiterer Arkanintelligenz. Wir haben schon für 5 Mal durch das Wasser, so kann man nochmal eine Arkanintelligenz nehmen. Ja, ich würde auch. Mehr als 2 wollen wir auf keinen Fall haben. Stimmt. Und ja, jetzt, wir können uns selbst pingen. Genau, richtig. Richtig. Im anderen Deck muss ich sagen, würde ich könnte man überlegen, ob man Kriegsgolem nimmt, aber hier eindeutig ihn und auch wieder eindeutig. Wobei ich kurz dazu sagen muss, dass der Zauberbrecher bei mir mal ganz weit oben stand und auf, ich glaube, Trump hat ihn damals als beste neutrale Common auch bezeichnet. Ja, sorry für den Cut. Nochmal zum Zauberbrecher. Früher ja mal irgendwie auf Platz 1 bei Trump, aber mittlerweile hat er bei mir irgendwie klar, so ist er weit nach hinten gerutscht. Zum Beispiel unter den Fall-Drops würde ich mittlerweile jederzeit Yeti drüber picken. Ja gut, aber als Magier hat man ja auch den Luxus. Auch als Nicht-Magier würde ich auf jeden Fall Yeti, ich würde Yeti immer. Drüber picken. Als Paladin kann man noch über Kultmeisterin nachdenken. Also gerade als... Ja, hier ist vielleicht eindeutig Zauberlehrling. Naja, eindeutig finde ich jetzt nicht. Also durch den Tummel und Worgen können wir uns auch selber pingen. Das darf man nicht vergessen. Ja, aber Two-Drop. Das ist für mich so ein bisschen das Prinzip. Wir nehmen erstmal Two-Drops. Wir haben noch nicht so viele Two-Drops. Wir haben bisher erst 3 Two-Drops. Wir brauchen mehr. Ja, nee, Two-Drops sind halt nicht so wichtig, wenn man stattdessen halt gute 3-Drops hat. Vor allem, wenn man halt für 2 Mana schon was zu tun hat mit der hellen Fälsche. Deshalb, also... Ja, also ich Two-Drops muss... Two-Drops werden ein bisschen überwertet. Weil wenn man genug 3-Drops hat, dann braucht man einfach nicht so mega viele 2-Drops. Aber... Okay, gut, jetzt wird's ein... Schade, Erntegut ein bester 3-Drop, aber Feuerball... ja, aber Feuerball einfach eine der besten Karten. Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal einen 3-Drop mit 4-2-Katze. Katzen sind sowieso immer generell ziemlich stark. Ja, das ist auch wieder eindeutig scharf. Das Lustige sind da gewisse Pick-Order einfach, gewisse Kamels nimmt man einfach über den Rest so ungefähr. Ja, vor allem, weil die Konkurrenz da auch nicht wirklich stark wäre. Jetzt haben wir wieder einen interessanten Pick. Also der Gedankenkontrolleur ist eine meiner Lieblingskarten. Alle 3 sind durchaus in Ordnung. Also ich habe alle 3 schon gespielt, wobei ich ihn als am schlechtesten ansehe. Aber ja, er hat auch schon seine Dienste bei mir erfüllt. Er ist einfach ein Removal an sich erstmal mit 4 Mana, kann zum Finishen noch funktionieren. Macht zusammen eben mit unserer Heldenfähigkeit einen Yeti auch kaputt. Genau, sollte man den Fehler machen, erst 3-Drop zu sehen, weil man will ja halt niemals so eine auslegen, wenn man den Gegner sonst einen zu starken Tempo vorzeigt. Genau, richtig. Also das ist halt wirklich, obwohl da eine 3 steht, eine Late-Game-Karte. Genau. Ihn habe ich in letzter Zeit angefangen, dass ich ihn auch gemocht habe, wobei man hier auch sagen muss, er ist kein klassischer 2-Drop, sondern auch er wieder hat verschiedene Möglichkeiten, sei es drum, dass man ihn durch die Heldenfähigkeit besser macht, auch gerade im Schurkendeck ist er mir sehr angenehm aufgefallen. Ja, auch im Priesterdeck, wenn man ja viele Sachen hat, die mit der Stärke interagieren, wenn man dann zum Beispiel dann den 7-2 jetzt irgendwie 2-7 machen kann, spielen das mal runter. Aber ja klar, wir nehmen halt, der ist grundsätzlich schon 3 Mana, 3-3, das ist grundsätzlich fair. Ja. Und der die Heldenfähigkeit kann nicht random ganz schön böse sein. Heldenfähigkeit, Schrei. Ja, hier ist wieder eindeutig, wir nehmen Wasserelementar, ist einfach in der Pick-Order entsprechend tot, dass wir ihn einfach nehmen. Bester 3-Drop und wird genommen. Ja. Den lustigerweise habe ich den jetzt schon am ehesten fast noch ausgeschlossen. So, ich weiß nicht. Guck mal uns ganz kurz mal die Mana-Kurve an. Also den Schützen werden wir auf gar keinen Fall nehmen. Also. Ja, lustigerweise habe ich den ganz am Anfang mal noch recht hoch bewertet, wo ich angefangen habe, das Spiel zu spielen. Ja, das ist auch so, glaube ich, viele. Das sieht ziemlich verlockend aus. Ja, klar, genau. Ich mache mir, Mensch, hast du Kreatur plus Removal sozusagen, aber es ist irgendwie deutlich schlechter. Also viele Kreaturen einfach hinten eine 2. Also relevante Kreaturen haben hinten eine 2. Und dann irgendwie 5 Mana zu zahlen für ein 2-2er und ein 2-2er wegmachen. Ja, es kann halt so interessant sein in einem Deck, was grundsätzlich schon aggro-orientiert ist, weil es eben noch den Schaden durchdrückt. Okay, wir haben einen Feuerball. Wir haben bei 5 Mana, wie viel haben wir denn für 5 Mana sozusagen? Wir haben halt sie, die wollen wir nicht unbedingt Turn 5 legen, das kommt ein bisschen drauf an. Grubashi und Kodo. Kodo ist halt auch nicht so ein richtiger, nicht immer 5 Drop. Tiger ist halt immer 5 Drop. Ja, aber Nachtklänge ist ziemlich unbeeindruckend. Ich finde aber ihn also, noch irgendwie weniger toll. Weil der kann halt, der frisst halt 2 Drops, 2 Zims und... Ja, das Problem ist halt, dass wir aber auch so ein bisschen... Im Leben ist ein Turn 4, können wir eben auch einfach einen 2-Drop und Heldenfähigkeit nutzen. Ich bin echt kein Fan vom Schnappkäfer, also so gar kein Fan von... Du würdest dann lieber den 4-4er für 5 haben, oder? Ich nehme tatsächlich... Ich bin da eher Freund von der Nachtklinge, aber es ist beides. So ein bisschen Pest- oder Cholera-mäßig. Beim letzten Mal habe ich mich durchgesetzt, jetzt darfst du entscheiden, das wird genommen. ich hoffe, für den Schnappkäfer. Ja.
2. Ach, wir könnten ja auch mal was Cooles haben, aber nehmen wir den Großwildjäger. Oh gut, Big Game Hunter bin ich eigentlich immer sehr zufrieden mit. Es gibt halt schon so einige Sachen, die wir mal auf jeden Fall loswerden. Wir nehmen mal einen Vortrupp. Also der ist Quatsch, klar. Eine weitere Kartenintelligenz muss nicht sein. Ja, gibt schlechteres, aber soll die da 4 Drop? Ja, also wir haben jetzt auch noch nicht so viele, die jetzt unbedingt haben wollen. Das können wir ruhig machen. Noch kein Yeti leider. Okay, jetzt auch wieder eindeutig einer der besten, auch einer wieder der Top-4-Drops. Ich muss ganz offen sagen, selbst über Spellbreaker kann man auch den Zwerg nehmen. Das ist so eine Sache, hängt ein bisschen vom Deck ab. Im Aggro-Deck zum Beispiel kann man ihn ohne weiteres drüber nehmen. Dann muss man ihn sogar drüber nehmen, also. Ja, jetzt haben wir die Auswahl zwischen den beiden hier, also ein weiterer Two-Drop und ein, oder einen Finisher, und ja, da kann man den Finisher nehmen. Auch wenn es kein guter ist. Das ist okay. Den muss dann, finde ich, solide, 2-5. Rüstet dann eben auch Two-Drop ab und liegt halt noch rum. Genau, so ein bisschen hier Schnappkiefer. Nur und besser. Anders. Nur besser. Oh, ich finde den toll. Aus leere Boards? Sehr schön, ihn mag ich sehr. Den will man immer haben, vor allem im Magier-Deck, weil die starken Karten meistens Spells sind. Okay, bei uns jetzt nicht so unbedingt, aber... Weißt du, was mich richtig stört? Wir haben keinen Flamestrike. Stimmt. Vielleicht kommt er jetzt. Ne, wir haben jetzt schon die letzte Karte. Verdammt. Ja, dann nehmen wir noch eine Sonnenläuferin. Mit 4, wir 5. haben ja noch nicht so viel Lays-Game. Ah, ja. Ja, das passt schon. Wobei man hier wieder sagen muss, es sind drei gute Reas. Alle drei sind durchaus pickbar. Mhm. Kaiser Cobra schafft auch relativ häufig, dass man mit ihr schafft, zwei Karten abzurüsten. Aber ja, schon die Priesterdeck am allerbesten, wenn man dann noch schön die, die Lebenspunkte hochpushen kann mit Power Shields. Ja, ja, über Zerstäuben haben wir ja schon gesprochen. Aber Sonnenläuferin hat einfach, du legst den 2-6 hin und Gegner musst du erst beantworten. Besonders stark, wir haben gerade schon über Priester und gegen Priester. Ja, das stimmt. Priester kann diese Karte einfach nicht richtig wegmachen. Also nicht 1-1, außer Mind Control, aber das ist eine 10-Mana-Karte. Also meistens läuft es darauf hinaus, dass sie irgendein Minion reinhauen müssen und dann Holy Fire drauf spielen, aber das ist halt auch schon ein super schlechter Tausch. Genau, richtig. Ja, Prognose. Also bis auf das Fehlen von Flamestrike bin ich sehr zufrieden mit diesem Deck. Wir haben 2 Wasserelementare, einen Feuerball, einen Schieb, sehr starke Wares mit der Sonnenläuferin und dem Gedankenkontrolleur. Ja, schlechteste Karten sind Kern und der. Ja, der Schnappkiefer. Kiefer. Ja. Interessanterweise beides Karten, die ich im Jägerdeck viel besser finde als im. Ja, na gut, okay, dann werden wir mal schauen, wie sich das Deck schlagen wird. Ich war DC Steve und euer Akshasa. Und wenn uns immer mit einem Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Tschö.